So, hei. Also ich nehme an, da wo es Licht ist, soll man hingehen. Gehen wir da mal hin. Ist ja sehr. Ja, also die Treppe. Gehen wir da mal hoch. Finde ich sehr schöne Treppe. Sieht, ist sehr schön, die Treppe. Guck mal, diese Anordnung von Stufen und das sieht echt ist schön. Ich gehe schon runter. This life, oder ja. Ich muss mitgehen, Entschuldigung. Weil wieso ist das Licht direkt hier raus? Hallo. Oh. Der Weg, den ich schon mal nicht gehen werde. Guck mal, die Schweißermaske. Kann man aufsetzen, das sieht uns das Vieh nicht. Wir sehen es ja auch nicht mehr. Ne, ist so ein Klassiker, was mich nicht sieht, sieht was ich nicht sehe, sieht mich nicht. Ja, es gibt halt einen Weg hier raus. Ja, toll. Super. Oh. Menno. Den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schulden nicht mehr länger einhalten. Die Schuldner. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. An alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Kolonie Marshals untersuchen Probleme auf der Sevastopol, auf der Station und werden alle auf dem Laufenden gehalten. Aus dem Büro von Marshall Waits. Was ist Apollo? Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Saxon, Hiwi, Androiden auf Sevastopol überwachen und ihnen beraten beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Sixen, morgen gemeinsam. Ah, ja. Toll. So. Ist das ein China-Imbiss? Einmal Nudeln mit süß-sauer und Hähnchenfleisch, bitte. Oder habe ich letztens chinesische Nudeln, also ne, das ist normale China-Nudeln mit Sprossen und Gemüse allem dran und süß-saure Soße. Wasser. Aber anstatt Hähnchen, haut da mal Dönerfleisch rein. Oh, Leute, das ist lecker. Oh, das ist richtig lecker. Also chinesisch bzw. Thai gemischt mit Türkisch, mit Dönerfleisch. Das ist voll gut. Voll die geile Kombination, ohne Quatsch. Kann ich empfehlen, schmeckt mega gut. Das ist wie eine Dönerpizza. Schinken, Salami, Dönerfleisch, Käse. Vielleicht noch Pilze dazu, je nachdem wie man es halt mag. Das ist mega. Ich muss die Pizza, wenn ich eine bestelle, auch immer auffuttern. Das ist immer nicht gut, ich habe immer Bauchschmerz. Ich gehe mal in irgendeine Ecke und sage, aua, 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 aua. Oh, hier ist ein Spielgerät. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Das scheint denn hier direkt zur Türe. Was ist denn das? Was scheint denn hier direkt zur Türe? Was ist denn das? Sind das Scheinwerfer? Vor allem, warum? Und wir haben ja jemanden sich bewegen sehen, ne? Das würde bedeuten, dass derjenige hier davor laufen musste.
Lustigerweise haben wir keinen Schatten. Wollte ich bloß mal so erwähnen, ne? Ist mir was aufgefallen. Okay, ich habe in diesem Raum einen Schatten gesehen. Ich habe, als ich in den Raum reingegangen bin, gehört, wie die Klappe sich schloss. Es gibt keinen anderen Ausgang. Will ich dann wirklich hinterhergehen? Gespeichert habe ich, ne? Will ich wirklich hinterhergehen? Nein, will ich nicht. Kann man das hören? Da vorne läuft was im Schacht. Da geht man wieder raus. Boah, scheiße. Hier rechts. Hör ich was. Ich guck woanders hin. Ich lehne mich zurück und Kennt ihr den Streamer Funk Royal? Ich werde mir seine Taktik sehr oft zunutze machen. Ich werde so laufen. So. Immer mit dem Gesicht zur Wand. Ist eigentlich eine gute Taktik. Ich mache so einfach auf den Boden gucken Taktik. So, und ich überlege gerade, was ich am besten mache. Ob auf den Boden gucken oder auf die Wand gucken. Und wenn ich in die Wand gucke und da ist dann so eine Öffnung und da guckt mich das Vieh an, dann schreie ich. Also ist das nicht gut. Also auf den Boden gucken ist besser. Irgendwie. Jetzt krabbelt meine Nase. Facecam läuft, Nase krabbelt. Das ist... Hör auf zu wackeln. Was das Schlimmste ist? Das zu hören. Zu hören, zu wissen, von der läuft gerade was im Schacht. Könnte ein anderer Mensch sein, ist ja klar. Aber ich kenne den Namen des Spiels. Daher, nein. Nein. Eher nicht so. Ich guck weg. Hallo? Jemand da? Niemand? Okay. Dann gehe ich wieder. Wollte nicht stören. Ich stecke mich selbst in den Koffer und kleb Ticket drauf da. Bitte einmal weiterschicken. Bin nur ein hilfloses Gepäckstück. Wenn jetzt irgendwas Geräusche macht, ich... Hier fällt alles auseinander. Oh, wieso redest du? Du redest die ganze Zeit und jetzt redest du auf einmal. Da drüben irgendwas zum Aufsammeln. Ich. Ist mir zwar gerade nicht so wichtig, aber hey, hey. Der arme kleine Roboter. Der kann auch nicht hier abhauen. Man könnte ihm mal sagen: Komm, fahr da durch. Dahin geht's weiter. Freiheit. Ist ihm egal. Er weiß nicht davon, was ihm blüht. Der wird mitten mit der Station. Ich glaube, die Station. Die ist ja nahe des Gasriesen und die kann sich ja nicht mehr an Ort und Stelle halten. Das heißt, sie würde reinstürzen. Bedeutet, dass er auch eher sterben wird. Im Gasriesen. Sollte man ihm mal sagen, ne? Oh Gott, könnt ihr bitte aufhören damit? Bitte, hör
Hört auf damit. Es reicht mir jetzt schon. Ich weiß, es ist wie da. Ich habe es nicht mal gesehen, aber es reicht mir schon. Ja, ich habe es wahrscheinlich schon gesehen. Ja, Schatten. Und gehört habe ich es auch schon. Ach so, weil es ruckelt. Oh. Das macht mich schon kürre, wenn ich das höre. Wo kommt der ganze Dreck her? Wieso rieselt das? Ich meine, guck mal, das ist eine massive Konstruktion. Stahl, Beton, nee, Beton eher nicht, aber Stahl und so, ne, vorwiegend. Und Blech. Wo kommt dieses es rieselt Geräusch her? Ich meine, da sind Wand, sind Kabel, sind Wasser, ja gut. Es kann trotzdem nicht rieseln. Wie, als ob da... Oh. Ja, erklärt das mal der Versicherung. Erklärt das mal der Versicherung. Alter, oh, verdammte Scheiße. Ja, schönes Let's Play. Das war's dann. Ich will nicht mehr. Oh. Kann man das sehen? Keine Ahnung, ob man das sehen kann. Oh, Scheißrick. Ah, komm, wir rennen mal hinterher. Hier waren irgendwelche Leute, es waren Menschen. Hallo? Hallo? Ich bin Tourist. Bin gerade hier angekommen. Wurde eigentlich nach Hawaii. Hallo? Mein Schiff hat sich verflogen. Hallo, ist jemand da? Ich brauche einen Weiterflug. Kann mich jemand mitnehmen? Dieses Licht, was einen direkt anleuchtet, ne? Das leuchtet mich gar nicht direkt an. Was piepst denn hier so? Das? Oh Gott, ich will nicht. Da ist eine rote Tür, toll. Schöne rote Tür, klasse. Da ist keine rote Tür, yay. Wir gucken mal auf die Karte. Oh, eine schöne Karte, guck mal. Ne, das Blaue der Karte und das Grün hier, das mischt sich sehr gut. Ja, ich mache ja schon weiter. Was ist denn das? Nix. Gut. Da ist eine rote Tür. Wir gucken mal durch die rote Tür. Ich habe Angst, dass irgendwas mal mich durch dieses Fenster da weiß, dass das so... Oh. Gut, da ist nichts. Alles okay. Alles okay. Oh, da will ich nicht drüber laufen, bitte. Das macht man nicht. Hör auf. Dann läuft da nicht über Leichen drüber. Vor allem, wieso liegen hier die ganzen Leichen in... Ich bin auf der Station, ist Chaos ausgebrochen. Alle schreien durch die Gegend, alle rennen durch die Gegend. Ich hätte gerne jetzt mal die Anfangszeit, als das losging. Ne, als dieses Chaos so ausbrach, als noch relative Ordnung herrschte. Hätte ich gerne mal jetzt gesehen, weil die haben die Leichen in Säcke gepackt, haben die ordentlich hingelegt, haben die Sitzdinger zur Seite geschoben, damit die Platz hatten. Erstens, weil der alle gekillt hat. Das ist ja klar. Vorzugsweise, denke ich mal. Vorzugsweise. Aber da war ja noch relativ Ordnung. Die haben hier alle ordentlich hingelegt. Haben Licht aufgestellt. Haben auch richtig Namen aufgenommen, alles drum und dran, ne? Da war ja noch nicht so ein Chaos. Da drüben ist eine grüne Tür. Ich will erstmal da hochgehen. Hier können wir nicht durch. Da brauchen wir so ein spezielles Gerät. Ich kenne das. Ja, ja. Das kriegt man aber noch, hoffe ich doch. Also ja, kriegt man noch. Aber wann ist die Frage? Okay. Kuckuck. wenn ich das mal mache hier, ne, dieses Kuckuck, und da guckt mich genauso jemand an, dann schreie ich, schreie alles zusammen. Ich schreie das ganze Dorf zusammen. Ach Gott. Oktober 21, 2037.
Nee, nur, also nur Exit. Nehme ich an. Kein Ausgang, kein. Ich habe keine Ahnung, was das andere heißt. Fuck Sixen. Ja. Eben das Seine. Da kann man nicht durch. Okay, es gibt nur eine Tür. Ich gehe jetzt, bei den Türen gehe ich jetzt immer weg. Ich kann nicht vor dem Monitor bleiben, wenn die Tür aufgeht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich kann es auch wirklich nicht, das ist... Wo knistert's? Okay, da haben wir Strom. Okay, es ist in-game. Gut, ich musste kurz nachrauschen. Das klang jetzt echt, als wäre es hier irgendwie in der Richtung da. Ich bin mir aber nicht sicher. Das Licht, ne, es ist voll nicht übertrieben. Ich weiß nicht, warum ich will nicht dahinter laufen. Irgendwas sagt mir, lauf nicht dahinter. Ich laufe nicht dahinter. Ich mache den Strom an und gehe. Dieses Geräusch, ne? Boah, die Geräuschkulisse ist schlimmer als andere. Schauen Sie da, wir können jetzt in das Zimmer da hinten oben reingehen. Hat sich was bewegt? Da, so kurz vorm Ende, ich gehe. Okay. Einfach auf den Boden gucken. Guck mal, das ist schön, guck mal, das sieht gut aus, ne? Das ist schön geputzt und es glänzt so schön. Gott. Wisst ihr, worüber ich gerade richtig froh bin? Halloween nur einmal im Jahr ist. Ich freue mich richtig toll, dass Halloween nur einmal im Jahr ist. Ich bin doch so doof, ich mache eine Halloween-Woche draus. Ich bin so doof, ey. Sorry, ich. Boah, nee. Ich hätte einfach sagen können, ja, es gibt eine Folge. Von vielleicht ein paar verschiedenen Spielen. So die Anfangsphase, weißt du, wo noch nichts passiert, wo man weiß, oh, es ist schon echt gruselig. Es wäre vollkommen okay gewesen. Es ist vollkommen okay. Vor allem, was ist gerade explodiert? Ist eine Lampe kaputt gegangen? War da eine Lampe? Es kam aber die Sprung kam von so, also von hier drüben. Da oben? Da war aber gar nichts. Oder? Ist da irgendwas drin? Ist da irgendwas drin? Nein. Hm? Achso, oh, Entschuldigung. Hoch, der Nachttopf, entschuldige. Für das letzte Geschäft. Also das, ja, das war jetzt böse. Hey, warte mal hier. Ach, guck mal einer an. Entschuldigung. Ja. Ich habe ein kaputt gebackt. Die Lampe war's.